Wenn heute Netflix zusammenbricht, dann dürfen Sie sich nicht wundern. Die Harry und Meghan-Doku wird vermutlich alle Rekorde brechen. Ab heute, genauer gesagt ab jetzt, gibt es den ersten Teil und wir dürfen sicher sein. Es wird hart für das britische Königshaus. Über Jahre wurden der Prinz und seine Frau ja mit der Kamera begleitet, obwohl sie ihr Privatleben eigentlich immer schützen wollten. Man darf also gespannt sein. Der Werbefilm jedenfalls verspricht Drama pur. Warum dieser Dokumentarfilm? Keiner weiß, was hinter geschlossenen Türen vorgeht. Ich musste meine Familie beschützen. Wenn es um so viel geht, ist es nicht sinnvoller, unsere Version zu hören? Harry und Meghan, das royale Drama, Bild-Show-Vize Hauke Herfs ist bei uns im Studio. Hauke, der Trailer verspricht endlich Klarheit im ewigen Kampf von Harry und Meghan. Ist er auch klar? Also die Kampfansage ist sehr klar. Und was die beiden wollen, ist ihre Version, warum sie damals das Königshaus verlassen haben, was für eine Beziehung sie überhaupt zu der Königsfamilie haben und was da alles schiefgelaufen ist, das wollen sie erzählen. Und es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie mit einem so großen, Werbebudget und auch für so viel Geld an die Öffentlichkeit geht und über das Innenleben, was hinter Palastmauern, was uns ja alle interessiert, spricht. Und da geht es ja auch um einiges. Die Ehe, der Bruch mit dem Königshaus und so weiter. Und ja, deswegen gucken jetzt heute jetzt alle ganz gespannt, was denn da in den ersten Teilen, die heute zu sehen sind, wirklich dann rüberkommt. Also das Ganze wird sicherlich sämtliche Rekorde brechen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch anschauen. Ich bin kein Meghan-Fan und ich glaube, es wird ganz vielen so gehen, dass es für das Image der beiden nichts Gutes tun wird. Also es gibt wirklich ja starke Fans. Es gibt wirklich zwei große Lager, die einen sagen, das ist gut, dass da mal jemand was erzählt, was dort passiert. Weil das, was im Palast und auch in der Königsfamilie passiert, ist immer ein großes Geheimnis. Und das, was nach außen dringt, ist natürlich schon auch gefiltert und gesetzt natürlich auch. Der Palast, das ist ja ein Riesenapparat, die natürlich auch an einem guten Image der Königsfamilie interessiert sind. So, was Meghan und Harry aber sagen, ist ja, wir kennen die ganze Wahrheit. Und was wir ja gerade in dem Trailer gesehen haben, ist, dass es natürlich jeder Trailer muss auf Emotionen setzen und auch ein bisschen Power reinsetzen, sonst funktioniert das ja alles nicht. Aber da sind schon viele Elemente drin. Wir sehen ja, dass sie sagen, wir kennen die ganze Wahrheit. Dann wird auf William und Kate geblendet, wo dann gesagt wird, okay, was wird da wahrscheinlich über deren Beziehungen noch mit rauskommen? Und Meghan und Harry inszenieren sich da sehr als Paar, das gehetzt wird von der Öffentlichkeit, die missverstanden sind und die einem eigentlich nur Gutes wollen. Ist das jetzt aber wirklich so? Ich weiß nicht. Also die ganze Wahrheit soll ans Licht kommen, aber selbst im Trailer wurde ja schon offenbar irgendwie ein bisschen getrickst, oder? Da wurde getrickst. Du siehst dort drin, da drin Bilder oder Sequenzen, wo zum Beispiel ganz viele Fotografen sind. Und dann kommt aber raus, dass diese Bilder zum Beispiel gar nicht von der Veranstaltung sind, wo Meghan und Harry damals waren, sondern die sind von ganz anderen Veranstaltungen. Das eine Foto ist zum Beispiel von einer Harry Potter-Premiere von 2011, wo die beiden noch gar nicht zusammen waren. Dann gibt es so eine kleine Sequenz, wo du so Reporter vor einem Gerichtsgebäude ganz aufgeregt rumlaufen siehst, die aber auch gar nicht in einem Zusammenhang von Meghan und Harry entstanden sind, sondern bei einem Gerichtstermin von Katie Price zum Beispiel. So, da wird mit dem Image gespielt und dann sind wir natürlich auch schon wieder bei Diana, wo natürlich auch ein großes Interesse war, die auch immer sehr viele Paparazzi an ihrer Seite hatte. Da wird mit dem Image gespielt, auch wir werden verfolgt. Und dann sagt ja Harry auch in den Trailer, ich wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Das ist natürlich eine Anspielung auf Diana. Und da sind wir wirklich in einer, wie soll ich sagen, wirklich mega großen Ebene auch von, wo eine große Anschuldigung auch mitschwingt. Und wenn dann aber in so einem Trailer solche Ungenauigkeiten drin sind,
ist die Kritik daran, glaube ich, auch schon berechtigt. Wie reagiert man da jetzt im Königshaus? Ich kann mir vorstellen, da zittert man ein bisschen. Es wird ja irgendwas kommen, wo wir alle sagen werden, ach du meine Güte, das auch noch. Wird es da eine Reaktion vom Palast geben? Wird man sich da eher zurückhalten? Wie schaut man da drauf? Der Palast wird dazu nichts sagen. Also wir werden da heute auch anfragen natürlich. Wir haben da ja auch unsere Kontakte drin. Aber auch in der Vergangenheit war es so, der Palast und auch die Königsfamilie will nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen oder noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Projekt geben, indem sie dann auch noch was drüber sagen. Das geschieht dann ganz anders. Es werden Gegenaktionen stattfinden. William und Kate werden mehr dann in die Öffentlichkeit irgendetwas machen. Das war jetzt auch ganz interessant. Es waren gerade Meghan und Harry beim Ripple of Hope Award in New York. Zeitgleich, also ein paar Stunden später in London, wegen der Zeitverschiebung, waren dann William und Kate also bei dem Empfang des Diplomatenkorps im Buckingham Palace. Dann ganz toll aus, wunderbar. Also auf diese subtile Art und Weise wird denen dann einfach mit anderen Geschichten begegnet, um da einfach die eigene Agenda auch ein bisschen mit durchzubringen. Aber der Palast, die sind das, was man da sieht, weiß keiner. Die wissen auch nicht, was. Die kriegen das auch heute zum ersten Mal zu sehen. Und nach unserer Information, ja, die sind im Alarmmodus. So viel zur besinnlichen Weihnachtszeit. Ja, also man darf gespannt sein. Auf jeden Fall wird da Öl ins Feuer gegossen. Vielen Dank, Hauke Herbst.